Willkommen zurück zu Let's Play Archibald Applebrooks Abenteuer! Wir sind gerade in der Spelunke, in der der Captain immer noch abhängt und die Musik ist noch relativ laut. Ich werde es jetzt auch nicht wieder leiser drehen, weil jetzt nachher das Schiff kommt, auf dem hoffentlich die Musik etwas ruhiger wird. Wir sind an Haozu vorbeigekommen und haben das Schiff gereinigt, gesäubert, so wie der Captain es uns befohlen hat, und jetzt sprechen wir einfach mal mit ihm. Ja? Da ist ja unser neuer Matrose wieder. Na, ist der Kanon sauber? Jawohl, Sir, er blitzt und blinkt nur so. Ja, naja, ich hoffe es jedenfalls. Ich muss nochmal nachsehen, bis später. Jawohl, Sir, er blitzt und blinkt nur so. Gnade dir, Neptun, wenn ich auch nur den leisesten Dreckfleck finde. So, von uns ist ab. Abzischen? Wohin? An Bord natürlich. Ich und der Steuermann kommen gleich nach. Wir haben noch kurz was zu besprechen. Du schläfst heute Nacht im Maschinenraum, kapiert? Also dann, Abmarsch! Das heißt, der Steuermann und ich, Captain. Im Maschinenraum, ich wollte aber noch doch ein Federkissen. Was gibt's denn da noch so zu besprechen? Jawohl, Captain, bin schon weg. Was gibt's denn da noch zu besprechen? Verdammter Grünschnabel! Willst du wohl deine vorlaute Klappe halten? Verschwinde! Und zwar plötzlich! Ja, Captain, ja. Ich bin ja schon weg. Okay, auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Und zwar auf dem Kutter. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Sehr schön, die Musik ist ruhiger. Oh, ich kann es endlich wieder normal lassen. Gott sei Dank. Eieieiei. Und Haozu ist auch da. Los, kleiner Mann im Lock. Laus aus der Kohle. Ab geht's zum Deckschlurren. Wie? Ich hab gesagt, laus aus der Kohle. Und ab zum Deckschlurren. Zum Deckschrubben. Fällt mir nicht im Traum ein. Ja, schon gut, ich komm ja schon. Dein Glück, kleiner Mann im Lock. Los, ab mit dir. Immer langsam. Ja, ist ja fast wie auf einem modernen Piratenschiff. Ich werde jetzt erstmal die Musik ein bisschen lauter drehen, damit man die wieder hat und nicht so das Rauschen von meinem Mikrofon hört. Bla bla bla. Ah, ich verstehe. Ich sehe jetzt schon, was abgeht. Nochmal ein bisschen lauter drehen. Zack. Weiter geht's. Und wir hören also jetzt so leicht, was der Captain bespricht. Und um das besser zu verstehen, müssen wir eben den Boden schrubben. Und wir schrubben immer näher ran, denn ansonsten wird Haozu böse. Wenn er merkt, wir gehen gleich auf die andere Seite. Sehr schön. Und jetzt die nächste Stelle. Und wir sind fast an den Sprechblasen unten bei links, unten links bei bla bla bla. Ja, komm, einmal noch. Hey, komm sofort hier hell. Scheiße, sagt man nicht. Hier wird nicht rumgelangt. Du sollst das Deck schlubben im Feld standen. Ja, wollte ich doch, Mensch. Versuchen wir es nochmal. Ich versuche mal zu skippen. Nee, geht nicht. Okay. Es lässt sich nicht skippen. Wir versuchen es eben weiterhin. Und so langsam wie möglich daran zu bahnen. Dass er immer so weit läuft, verdammt. Okay, ich werde jetzt gleich mal hier vorne hindrücken, wo er schon steht. Ah, toll, passiert auch nicht mehr.
Dann versuchen wir uns eben von hinten anzubahnen. Na, das sieht doch schon gut aus. Ja. Wer jetzt erst einschaltet, ab und zu hat leider mein Archibald Ebbenbrook ein wenig Ladeschwierigkeiten. Das kommt daher, dass er bei der CD immer wieder neu versucht zu laden. Und wir sind sehr, sehr nah dran an dem, was wir eigentlich erfahren wollen. Nur noch ein kleines Stückchen. Und wir hören's. Ha, 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 ha. Also, Kratzow, was ist nun? Machst du mit? Immer langsam, Captain. Erst du musst mir erklären, was du hast vor, nicht? Du bist schwer vom Begriff, was? Also gut, dann nochmal. Vor einem Monat bin ich nach New Allen geschickt worden, weil man wusste, dass dieser Professor nach Island will, weil er eine Überfahrt brauchte. Wer hat dich geschickt, Brüderchen? Ich bin nicht dein Brüderchen. Merkt ihr das, Kratzow, verstanden? Außerdem geht dich das nix an. Geht mich schon was an, Captain. Wenn ich soll mitmachen, dann du musst mir sagen, wer hat dich geschickt. Du weißt es ja ohnehin schon, Kratzow, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, dann kannte ich deinen alten Herrn. War ein hoher Offizier beim KGB. Stimmt's nicht? Hahaha, du nicht bist auf, Brüderchen. Also, ist nicht wahr. Du bist vom Secret Service, nicht? Wir kommen schon klar, Kratzow, was? Aber ich schätze, wir müssen auf dieses Schlitzauge da draußen aufpassen. Ich bin nicht sicher, ob der nicht vom alten Mao persönlich geschickt worden ist. Schon möglich, Captain. Was ist nun? Wo ist der Professor? Der dürfte nicht allzu weit gekommen sein. Ich habe ihm seine Karte geklaut, als ich ihn vor 4 Wochen übergesetzt habe. Meine Leute sagen, sie ist echt. Also müssen wir nun los und diese Stadt im Vulkan finden. Und du denkst, der alte Kraftstoff wird schon mitmachen, was? Haha, was springt für mich dabei raus? Wie wär's mit 20.000 Pfund? Hahaha, was gibt's da zu lachen, du Bolschewist? Keine Beleidigungen, Brüderchen. 20.000 sind zu wenig. Ich will noch 6 von den Rubinen haben. 6 Stück? Bist du von Sinnen? Meine Auftraggeber werden mich lynchen, wenn ich 6 Stück euch Russen überlasse. Du kannst dir's überlegen, Brüderchen. 20.000 und 6 Rubine. Oder mich zum Feind. Wow. Sowohl der Secret Service als auch das KGB sind hinter dem Los, Professor her. Los, kleiner Mann im Lock. Genug geschlungen. Du jetzt schälen Kartoffeln in Kombüse. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Egal, du kommen Kartoffelschellen. Na, meinetwegen. Und beide haben unseren Freund Hao Zhu in Verdacht, von Mao geschickt worden zu sein. Das Hiel wird noch spannend. Zweck. Eine Riesenschüssel mit Kartoffeln. Du sein fällt dich damit in 1 Stunde. Was? In 1 Stunde? Das ist ja wohl ein Witz. Nein, kein Witz. Du werden sehen, wenn ich dich muss schmeißen ins Mehl, wenn du nicht sein fällt dich in 1 Stunde. Verdammter Sklaventreiber, ich gehe zur Gewerkschaft. Du haben einmal Recht und einmal Unrecht, kleiner Mann im Lock. Ich bin wirklich eine Sklavenkleidung. Aber du haben Unrecht, wenn du glauben, es gibt eine Sklavengewerkschaft. Das ist ja die Höhe. Okay, während der eine sich da halb zusäuft, schälen wir weiter die Kartoffeln. Oh, das hat ihm nicht gut getan. Das seien denn schleckliche Lumen vom Käpt'n gewesen. Ist ihm wohl nicht bekommen, was? Also bis jetzt kann ich noch nichts machen. Oh. Archibald.
komm in meine Kabine, sobald du kannst. Sie liegt neben der des Käpt'ns. Beeil dich. In Liebe, Melanie. Oh, in Liebe. In Liebe? Du verträgst nicht viel Glosel, Mann, ohne Lock, was? Lach nicht, Schottelschildzwett. Ich nicht weiß, aus was der Käpt'n machen seine Lump. Wahrscheinlich aus Quallendleck und Wallfischstall. Das blinkt einen ja um. Pah, Ausreden, du verträgst einfach nichts. Was soll in dem Rum schon Besonderes sein? Du hast mein aufrichtiges Mitgefühl, Matrose, hau zu. Ausreden, du verträgst einfach nichts. Hör auf zu spotten, Schottelschildzwett. Mein Shanghai-Lachenputzel ist 10-mal stärker. Kann keine Rede sein, dass ich nichts verklage. Und warum haut dich dieses Zeug denn gleich um, du Held? Hä? Was weiß ich, was der Käpt'n da in den Lungen eingetan hat. Ich sage nur, keiner von diesen Burschen würde meine Shanghai-Lachenputzel überleben. Haha, das glaubt ja kein Mensch, du Angeber. Ah, du Unwissender. Der Shanghai-Lachenputzel ist das stärkste und beste Seemannsgebläu, das jemals erfunden wurde. So? Was ist da so Besonderes daran, hä? Es ist der beste Schnaps, den es gibt. Und gleichzeitig ist er die beste Medizin, die es gibt. Zusammen mit Salz ist er gut gegen Durchfall und zusammen mit Zucker gut gegen Verstopfung. Haha, und zusammen mit Mehl und mit Eiern, hahaha. Tatsächlich, zusammen mit Salz gegen Durchfall, zusammen mit Zucker gegen Verstopfung. Tatsächlich? Zusammen mit Salz gegen Durchfall? Genau, Schottenlümmel. Eine Prise Salz, die Nase zuhalten und lang damit. Schon bist du den schlimmsten Durchfall los. Und das ist noch nicht alles. Kaum zu glauben. Naja, dann will ich mal weiterschälen. Haha, zusammen mit Mehl und Eiern. So. Ja, tatsächlich zusammen mit Zucker gegen Verstopfung? Richtig. Ein wenig Zucker in den Lachenputzel. Die Augen zu und Lein damit. Dann bist du gleich die schlimmste Verstopfung los. Und er kann noch Mehl. Kaum zu glauben. Haha, und zusammen mit Mehl und mit Eiern, hä? Ich sehe schon, dass du Lantelatte nix von der Seelfalt feststellst. Am besten du schälst deine Kartoffeln und hältst die Klappe, verstanden? Sorry, so habe ich es gar nicht gemeint. Wie war das nochmal mit deinem Shanghai-Lachenputzer? Ja, das wird wirklich besser sein. Also, alte Penthüte! Hörst du mich? Ja, Captain. Was ist los? Wo bleibt das Frühstück, Mann? Schläfst du da unten, ne? Ja, ja, Captain. Ist schon unterwegs. Wenn ich das schon höre, das klingt so, als kommst du vor übermorgen nicht an. Ja, ja, Captain. Ich beeil mich, ja. Und dieses Frauenzimmer kriegt auch Frühstück, verstanden? Aber gib ihr nicht von der guten Marmelade, hörst du? Dafür hat sie nicht genug bezahlt. Ei, Captain, bis dann. Okay, der Captain wartet auf sein Essen, auf sein Frühstück und auch Melanie soll was bekommen. Mal sehen, ob wir ihr das bringen können. Was ist denn schon, Beedle? Bist du endlich fertig mit deinen Kartoffeln? Noch nicht ganz, ich mach dann lieber weiter. Willst du denn nicht dem Käpt'n das Frühstück bringen, Mann? Willst du denn nicht dem Kapitän das Frühstück bringen, Mann? Das hat Zeit, kleiner Mann. Viel Zeit. Na, wenn du meinst, dann bringe ich es ihm. Einverstanden? Ich bringe es dem Käpt'n und du dem Mädchen. Einverstanden? Ich bringe es dem Mädchen und du dem Käpt'n. Einverstanden? Ich glaube, wir essen es am besten selbst. Ich bringe es dem Mädchen und du dem Kapitän. Einverstanden? Der kleine schottische Zwerg hat sich im blonde Flaufell gafft. Du hast wenig Erfahrung mit Flauen. Ich sehe schon, wie Konfuzius schon sagte. Schwarze Haare, blaue Augen, Lotumund, Ton von schöne Flaulmilchhund. Bei allen Göttern, das soll Konfuzius gesagt haben? Ihr Schlitzaugen habt ja keine Ahnung. Was? Ich soll mich in das Mädchen vergafft haben? Du hast recht, Mann, ich finde es einfach umwerfend. Ach, das ist mir doch alles egal.
Du hast recht, Mann. Ich finde sie einfach umwerfend. Siehst du? Matlose haut zu, sei nicht dumm. Eine seiner Ulahnen war der große Konfuzius, verstehst du? Was ist nun? Darf ich ihr das Frühstück bringen? Naja, so toll sie auch wieder ist sie auch wieder nicht. Ich verzichte freiwillig. Was ist nun? Darf ich ihr das Frühstück bringen? Du gehst dem guten alten Matlosenhaut zu langsam ziemlich auf die Nerven, kleiner Mann. Vielleicht schmeiß ich dich lieber gleich über Bord anstatt Spätel. Bleib kühl, Matrose. Ist dir nur ein kleiner Gefallen. Ja, schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Bleib kühl, Matrose. Ist dir nur ein kleiner Gefallen. Also meinetwegen kannst du deine Verirrtesten das Frühstück bringen. Aber das für den Käpt'n bleibt hier. Und du lässt dich von ihm auch nicht erwischen, verstanden? Ja doch. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Ach, ich glaube, ich bleib hier. Ich mag dieses Mädchen gar nicht so besonders, weißt du? Ja, doch. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Sehr schön. Und schon bringen wir ihr das Frühstück. Der Alte geht los und muss wieder für die Frau sorgen. Ach, ist das schrecklich. Ist ja wie im Eheleben hier. Da sind wir schon, Melanie. Oh, ein BH. Archibald, da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Entschuldige, ich musste erst diesen Chinesen austricksen. Naja, also ich finde, ich war echt schnell. Entschuldige, ich musste erst diesen Chinesen austricksen. Naja, ist ja auch egal. Ist dir klar, auf was für einem Schiff wir hier sind? Allerdings, ich habe den Käpt'n und den Steuermann belauscht. Nein, wie meinst du das? Warte mal, ich hätte da zuerst noch eine Frage. Ja. Hey, warte mal, ich hätte da zuerst noch eine Frage. Eine Frage? Dann mach aber schnell. Die Zeit drängt und wir müssen die Welt retten. Wie? Was? Die Welt retten? Die Welt retten wir später. Ich wollte fragen nun, was mit deiner Unterschrift auf sich hatte. Die Welt retten wir später. Ich wollte fragen, nun, was das mit deiner Unterschrift auf sich hatte. Mit meiner Unterschrift? Ach, vergiss es, nicht so wichtig. Was ist nun mit diesem Schiff hier los? Naja, da stand, in Liebe, Melanie. Ach so, oh, ich dachte schon, hier, wir klären was Geheimes aus. Auf geht's. Ach, vergiss es, nicht so wichtig. Was ist nun mit diesem Schiff hier los? Bist du blind, Archie? Hier sind doch Spione an jeder Ecke und überall. Hast du das nicht gemerkt? Sowas nennt man heutzutage Agenten. Ach, was bildest du dir da ein? Das gibt's doch gar nicht. Sowas nennt man heutzutage Agenten. Dann halt Agenten, ist doch egal. Jedenfalls haben diese Typen irgendwas Ungutes vor. Etwas Ungutes? Was meinst du damit? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls musst du ihnen Einhalt gebieten. Wie bitte? Ich muss ihnen Einhalt gebieten? Wie komme ich dazu, irgendwem Einhalt zu gebieten? Warum gebietest du ihnen keinen Einhalt? Was hast du eigentlich für ein Interesse an dieser Sache? Ich würde gerne mal wissen, ob du wirklich Reporterin bist. Ja, irgendwas. Ich bitte? Ich muss ihnen Einhalt gebieten? Genau. Wie komme ich dazu? Warum gebietest du? Was hast du... Was hast du eigentlich für ein Interesse in dieser Sache? Ich? Ach, sozusagen als unbeteiligter Beobachter, verstehst du? Ich würde gern mal wissen, ob du wirklich Reporterin bist. Aber Archibald, was denkst du denn von mir? Natürlich bin ich Reporterin. Vom Stars Magazin. Ich wollte nur ein Interview mit dem Professor machen. Zuletzt warst du aber noch vom Moon Magazine. Und jetzt reist du mit ihm bis nach Island hinterher? Warum hat dich dann dieses Buch so furchtbar interessiert? Und warum fährst du einen amerikanischen Schlitten? Zuletzt warst du doch aber noch vom Moon Magazin. Tja, Mond, Sterne, das ist doch alles das Gleiche, nicht wahr? Und jetzt reist du ihm bis nach Island hinterher? Und warum fährst du so einen amerikanischen Schlitten? Einen amerikanischen Schlitten? Woher weißt du das denn? Naja, also das ist eben mein Geschmack, weißt du? Ich mag solche Autos halt. Dann zahlst du echt deine Dienstfahrten aus eigener Tasche? Ich habe gehört, Reporter kriegen als Dienstwagen nur so kleine Snooper-Autos. Verdienen Reporter so viel, muss ja ein Vermögen kosten, so ein Blechgebirge zu unterhalten.
Dann zahlst du echt deine Dienstfahrten aus eigener Tasche? Ich, also... Und wo war das Geld von dem Professor? Von dem der Professor schrieb? Warum hast du eigentlich keine Zeit gehabt, dich um mich zu kümmern, als ich im Leuchtturm K.O. ging? Und überhaupt, warum bist du einfach mit dem Buch verschwunden, das ich aufgespürt hatte? Und überhaupt, warum bist du einfach mit dem Buch verschwunden, das ich aufgespürt hatte? Tja, das war so. Weißt du, ich... Halt! Was? Warum halt? Darum, du bist überführt. Oh, es tut mir leid, dass ich dich so angegriffen habe. Darum, du bist überführt. Also, oh weh. Nun, es ist so. Tja, also gut, du hast recht. Ich bin keine Reporterin. Aha, huch. Aha. Tja, wie soll ich sagen? Du bist nur eine frustrierte Hausfrau, die Abenteuer sucht. Saugeil. Du bist ein aus dem Internat weggelaufenes Waisenkind, was? Du sammelst isländische Heldensagen, stimmt's? Du bist selber eine Spionin, was? Wahrscheinlich von den Amerikanern oder so. Du bist selber eine Spionin, was? Wahrscheinlich von den Amerikanern oder so. Tja, also gut. Du hast recht. Wirklich? Echt wahr? Du bist eine richtige Spionin? Ja, vom CIB. Außerdem nennt man das heutzutage Agentin. Vom CIB? Was ist denn das? Das ist eine Spezialabteilung vom CIA. Aber vergiss es. Jetzt, wo du Bescheid weißt, muss ich dich ohnehin in alles einweihen. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Ich kann's mir vorstellen. Nein. Wenn du überläufst, dann... Krrk. Kapiert? Krrk. 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 Ja, sehr viele Formen des Abmurkens, Abmurksens und wir nehmen einfach mal die dritte. Krrk. Nein, krrk. Also Mund halten, verstanden? Ja, zu Befehl. Commander Mockingbird. Jawohl, Commander. Sir, Miss. Ich sehe, du verstehst schnell, untergefreiter Applebrook. Also, ich werde dir jetzt erzählen, um was es sich dreht. Bist du bereit? Jawohl, Sir. Miss Commander, Sir, Gut, obergefreiter Applebrook. Es geht hier um eine Mission von enormen Ausmaßen, alles klar? Vollkommen, Miss Commander, Sir. Es handelt sich also um eine enorme Mission, sozusagen. Nein, das verstehe ich nicht. Vollkommen, Miss Commander, Sir. Es handelt sich also um eine enorme Mission, sozusagen. Vollkommen richtig, Unteroffizier Applebrook. Wir müssen die Welt retten. Vor der gelben, der roten, der braunen, der blauen Gefahr und überhaupt. Also sozusagen vor allen einfarbigen Gefahren, Sir, Miss, Commander, einschließlich überhaupt, nicht wahr? Also, das ist mir irgendwie zu hoch. Also sozusagen vor allen einfarbigen Gefahren, Sir, Miss, Commander, einschließlich überhaupt, nicht wahr, oder? Sehr gut, Leutnant Applebrook. Es geht um Folgendes. Der Professor hat offenbar einen Ort entdeckt, an dem 12 riesengroße Rubine versteckt sind. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Ja, einfache Antwort. Aber wir nehmen die zweite. Kann es sein, dass diese Rubine einen ziemlich wertvollen Besitz darstellen und dass man mit dem Geld es... kann er erzählen. Kann es sein, dass diese Rubine einen ziemlich wertvollen Besitz darstellen und dass man mit dem Geld, das man durch ihren Verkauf erzielen kann, die Wüste Sahara bewässern könnte, um dort Wasserlilien anzupflanzen? Vollkommen falsch, Unteroffizier Applebrook. Du hättest dir doch denken können, dass man mit Hilfe dieser Rubine gefährliche Laserwaffen bauen kann, um damit die Welt zu bedrohen. Echt? Ach, deswegen sind zurzeit alle Geheimdienste auf Socken, was? Ach, deswegen sind zurzeit alle Geheimdienste auf den Socken, was? Genau, Leutnant Applebrook. Wir müssen ihnen allen zuvorkommen. Die Rubine sollen in einem Vulkan in Island versteckt sein. Du lieber Himmel, in einem Vulkan? Oh, da ist Haut zu. Das muss ich da hören, Leutnant. Das wird dem Käpt'n Abel nicht gefallen, dass du zum Feind übel gelaufen bist. Und auch nicht, dass die blonde Flau eine amerikanische Spionin ist.
Hau zu! Hast du etwa gelauscht? An der Tür einer Dame? Sowas tut man doch nicht. Ich bitte um Vergebung, Leutnant. Ich fürchte, du musst jetzt mit mir zum Käpt'n kommen und die schöne blonde Frau muss sich so lange hier einsperren. Ja, was sagt man dazu? Und freiwillig gehen wir mit. Ja, Captain, warum auch nicht? Ich blingel einen Flerletel. Einen Verräter? Ja, Sil. Eigentlich gleich zwei. Aber das Mädchen habe ich in Ilel-Kabine eingesperrt. Sie ist eine amerikanische Spionin. Das heißt heute Agentin, du Dorfmann. Halt die Klappe, Flerletel. Das Mädchen ist eine amerikanische Agentin? Das ist ja ein Ding. Und der Zwerg da? Wahrscheinlich ein schottischer Agent. Er hat mit ihr konspiriert. Ha, das ist ja ein Fang. Lass das Mädchen vorerst in ihrer Kabine. Den Burschen da sperrst du im Maschinenraum ein. Wollen wir sie nicht lieber ins Meer schmeißen, Captain? Später vielleicht, hau zu. Sei nicht immer so vergnügungssüchtig, verstanden? Ei, ei, Captain. Schade, kleiner Mann im Lock. Du warst mir fast sympathisch. Jetzt musst du im Maschinenraum schmachten und späteln bei den Tischen. Schade. Ich bin ein berühmter Held. Glaubst du etwa, du könntest mich aufhalten? Ich sammle nur Spucke. Nachher fräse ich dich zum Mittag. Ja, schade. Armer Knopf. Ich bin ein berühmter Held. Glaubst du etwa, du könntest mich aufhalten? Hahaha, du hast wenigstens Mut. Das gefällt mir, auch wenn du bald sterben musst. Das wird sich erst noch herausstellen müssen. Ja, und schon sind wir hier eingesperrt. Ach, verdammt. Eine Leiter. Die nehmen wir doch einfach mal mit. Was ist mit der Hängematte? Die können wir benutzen und angucken. Genau das Richtige für mein Hohlkreuz. Nein, danke. Ich muss erst die Welt retten. Ein toller Humor, wirklich. Hebel. Wenn ich mir den Totenkopf so ansehe, rühre ich diese Hebel lieber nicht an. Eine Flasche? Wenn dieser Kahn mit sowas fährt, dann möchte ich nicht wissen, was aus dem Schornstein kommt. Ja, nee, das wird nicht so schön. Giftige Schmiere. Igitt, an so einem Zeug ist eine meiner Lieblingsenten gestorben. Ja, hier ist nicht wirklich viel, ne? Rohre. Eine Rohrleitung. Irgendwas sagt mir dieses Ding. Aber was? Ja, wir hängen einfach mal die Leiter hier oben an. Und dann klopfen wir mal an der Tür. Besser nicht. Ich kriege sonst die Leiter an den Kopf, wenn die Tür aufgeht. Das Ding ist versperrt. Da geht's hinaus, in die Freiheit. Ja. Netter Mechanismus. Vielleicht haut das Ding ja zu. Ja, vielleicht haut das Ding ja zu. Sehr schön gemacht, wirklich. Synonym. Klassischer Kolbenfresser. Ja. Schön, schön. Ein Fass. Irgendwann erwische ich den Typen nochmal. Ja, die ganzen Fässer malt. Türschott, Hebel drücken. Ah. Irgendwas ist mit der Tür. Da geht's hinaus, in die Freiheit. Ja, also wir werden uns jetzt hier in Ruhe umgucken. Ich werde mich hier in Ruhe umgucken und wir sehen uns im nächsten Part wieder, garantiert mit der Lösung. Ich danke vielmals fürs Ansehen und bis nachher.